vor der ersten industriellen Revolution, das ist jetzt 250 Jahre bereits her, produzierte man hauptsächlich noch zu Hause. Wenn man einen Schuh wollte, dann wurde der mit einer intensiven Arbeitsleistung produziert und das machte den Schuh natürlich extrem teuer. Das führte dazu, dass die meisten Menschen sich eigentlich gar keine Schuhe so wirklich leisten konnten. Aber dafür war er zumindest einigermaßen, je nach Preis, maßgeschneidert. Und die Menschen waren zu der damaligen Zeit auch massiv gebunden an ihre Arbeit. Die meisten Menschen arbeiteten in der Nahrungsindustrie, in der Landwirtschaft. Und was war das Resultat? Extrem wenig Menschen vor dieser industriellen Revolution hatten Zeit und damit Zeit für Kreativität und damit eben keine Zeit für Innovation. Aber gerade diese Innovation führte zur ersten industriellen Revolution. Jeder Einzelne, der vorher produziert hat, konnte plötzlich ersetzt werden mit einer einzigen Person und ganz viele, also eine Arbeit an einer Maschine konnte plötzlich 7 oder 8 Arbeitsplätze ersetzen. Die Produktion wurde dadurch wesentlich beschleunigt. Aber die Produkte wurden auch billiger und damit auch leistbarer. Und dadurch, dass viel weniger Menschen in dieser Produktion notwendig waren, weil sie eben durch Maschinen ersetzt wurden, führte das massiv zu einer Welle von Arbeitslosigkeit. Es entstanden in Europa über Jahrzehnte Kämpfe für die Arbeitsbedingungen und Stück für Stück verbesserte sich der Lebensstandard der Menschen. Und sie fanden dadurch wieder Zeit für Kreativität und Innovation. Und gerade diese Kreativität und Innovation führte dazu, dass immer leistbare Produkte auf den Markt kamen, dass die Produktion immer weiter verbessert wurde und das im Endeffekt führt zu unserem heutigen Wohlstand. Jedoch leider existiert die Ausbeutung der Arbeitskräfte, so wie wir es nach der ersten industriellen Revolution vor 250 Jahren bei uns hier in Europa kannte. Diese Ausbeutung existiert in Fernost noch immer. Dafür sind die Arbeitskräfte eben sehr günstig und was machen wir Europäer über die letzten Jahrzehnte? Wir schicken die gesamte Produktion, verlagern wir wohin? Nach Fernost, dort wo die billigen Arbeitskräfte sind, dort wo die Menschen ausgebeutet werden. Einen weiteren wichtigen Aspekt brachte die erste industrielle Revolution. Vorher bekam man noch einen Schuh maßgeschneidert, aber plötzlich wurde der Mensch kategorisiert, standardisiert, in Normen eingeteilt und wenn man Glück hat, bestellt man auch heute noch einen Schuh und er passt. Und ich sage das absichtlich, wenn man Glück hat. Bei mir ist es nämlich so, dass ein Fuß, also ich habe das Pech, dass ein Fuß eine halbe Nummer größer ist. Das heißt, ich muss heutzutage noch in jedes einzelne Geschäft gehen, mir jeden einzelnen Schuh anprobieren, um festzustellen, dass die Norm nicht gleich Norm ist. Um aber im globalen Wettbewerb hier in Europa, in der westlichen Welt, konkurrenzfähig zu bleiben oder wieder zu werden in der Produktion, muss der nächste Schritt eingeläutet werden. Und dieser nächste Schritt geht in diese Richtung, dass noch weiter Arbeitskräfte verringert werden müssen, da bei uns ja eben die Arbeitskraft so teuer ist. Und technisch ist es bereits denkbar, dass wir eine vollautomatische Fabrikation hinstellen können. Und diese vollautomatische Fabrikation, ohne im Idealfall, dass ein Mensch in dieser Produktion dazwischengreifen muss, nennt man Industrie 4.0. Auch ein wesentlicher Aspekt in dieser Entwicklung Richtung Industrie 4.0 ist der Wunsch in unserer Wohlstandsgesellschaft nach immer mehr individuellen Produkten. So, und um dieses Thema etwas anschaulicher hier zu erklären, brauche ich jetzt einen Freiwilligen aus dem Publikum. Aber bitte nicht alle gleich vorstürmen, ich brauche einen speziellen Freiwilligen, nämlich einen sogenannten Prosumer. Schönes Schlagwort, Prosumer. Das ist ein moderner Mensch, der nicht nur Konsument ist,
sondern es satt hat, dass er immer wieder standardisierte Produkte von der Stange kaufen muss, sondern er möchte ein individuelles, eigenes Produkt. Wer fühlt sich bitte als solch ein Prosumer? Aufzeigen und bitte rauskommen. Irgendjemand, bitte. Ich beiße nicht. Ich tue niemandem weh. Man braucht ja nichts reden auf der Bühne. Bitte schnell. Bitte. Hi. Also das, was du um deinen Hals hast, ist eine Eintrittskarte und darin befindet sich viel mehr, die meisten haben es ja schon gemerkt beim Eingang, als man glauben möchte, nämlich ein sogenannter RFID-Tag. Dieser RFID-Tag weiß genau, wer du bist und du weißt auch, was du möchtest. Und dein Wunsch ist momentan nichts Sehnlicheres, als mit dem Vortragenden, also mit mir, ein Selfie zu machen, um das später dann von diesem TED-Talk in Erinnerung auf deinen Tisch zu stellen. Ah, siehst du. So, und du kannst, und dieser RFID-Tag kann sich mit dem Netzwerk und mit dem Internet verbinden und über diese Antenne wird dieser RFID-Tag ausgelesen und dein Wunsch wird in ein individuelles Produkt über diese Produktionsstraße hier von dieser Antenne übers Netzwerk auf diesen Drucker ausgedruckt. Ich bitte dich einfach nur, den Tag einmal hinzuhalten. Ja. Danke, das reicht, ganz kurz. So, jetzt beginnt in Kürze diese Produktion hier auf diesen 3D-Drucker. Ein ganz individuelles Produkt, nur für dich abgestimmt, eben ein Halter. Und ich bitte dich, also jetzt machen wir mal das Selfie, und ich bitte dich, dass du nachher dann wieder auf die Bühne kommst und dann den Halter eben abholst. Ja? So, jetzt brauchen wir nur die Kamera. Martin? Super, danke. Absolut retro, wie man sieht, aber wieder voll im Kommen, Polaroid-Kameras. Ich gebe den Preis noch ein bisschen schütteln. Dann schauen wir. So, herzlichen Dank und darf ich dich nachher wieder auf die Bühne bitten. So ein kleines Ding, wie in dieser Eintrittskarte eben drinnen ist, so ein RFID-Tag. Dieser kann Informationen speichern, er kann Informationen tragen, er kann mit dem Internet Informationen austauschen, er kann über diesen Austausch sich mit anderen Maschinen verbinden und sie können untereinander kommunizieren. Wenn alle Geräte untereinander dann auch teilweise Sensoren dran haben, dass sie sich gegenseitig wahrnehmen oder sich selbst und ihre Umgebung wahrnehmen und diese Informationen ins Internet hochladen, dann haben wir folgende Situation, dass plötzlich Dinge Informationen produzieren und nicht mehr so wie bisher Menschen im Internet. Und das nennt man dann alles zusammen Internet der Dinge. Und wenn wir diesen ganzen Produktionsprozess hier anschauen, ein individuelles, persönliches Produkt auf den Wunsch des Kunden abgestimmt, das hier produziert wird, und wenn dieses individuelle Produkt auch noch zum Herstellungspreis von einer Fließbandmassenproduktion hergestellt wird, dann spricht man von Losgröße 1. Und wenn man diese Losgröße 1 umsetzt in den gesamten Produktionsprozess von Produkten mit allen ihren Zulieferwegen und allen ihren Ablieferwegen und Materialzulieferungen und wenn das komplett vollautomatisiert wird, im Idealfall, dass man einfach nur mehr an eine Fabrik seinen Wunsch des Produkts hinschickt und hinten fällt aus der Tür dann das fix fertige individuelle Produkt heraus, ohne dass in dieser Fabrik irgendein Mensch einen Finger gerührt hat, dann spricht man von diesem Ideal der Fabrik der Zukunft. Eines wird auf jeden Fall passieren mit dieser Entwicklung. Endlich werden die Schuhe wieder an unsere Füße angepasst werden und nicht umgekehrt. Mehrere Hersteller beweisen
diese Nachfrage erfolgreich dieser Individualität und des Wunsch des Menschen nach mehr Individualität in den Produkten. Zum Beispiel Nike Customized Line ist absolut in kürzester Zeit bombastisch gewachsen. Man kann ins Internet gehen und dort sich seinen eigenen Schuh zusammenstellen und den dann sich zuliefern lassen. Was bedeutet das aber für Europa, diese Entwicklung? Die vollständige Automatisation führt auf jeden Fall immer wieder, und das hatten wir in der ersten industriellen Revolution und in jeder Revolution danach auch, zu einem Verlust von Arbeitsplätzen. Aber diese Vollautomatisierung ist auch eine reale Chance für Europa, diese Produktion wirklich wieder nach Europa zurückzuholen. Denn zukünftig entscheiden viel mehr die Lieferwege als die Produktionskosten, wie wir sie heute kennen. Und das schafft wiederum neue Arbeitsplätze. Parallel zu dieser ganzen... Parallel zu dieser Industrieentwicklung Richtung Industrie 4.0 stehen wir vor einer ganz anderen Art der Produktion. Die erinnert wieder sehr stark an die erste industrielle Revolution zurück, nämlich die Produktion zu Hause. Grundlage für diese schnelle Entwicklung dieser Heimgeräte, so wie sie da jetzt stehen, ist ganz klar die Open-Source-Bewegung. Ganz kurz, Open-Source, wer kennt Open-Source nicht, bitte aufzeigen, weil dann sparen wir die Folie gleich. Kennt jeder. Das heißt im Endeffekt, nur kurz zusammengefasst, Open-Source ist die Grundlage für freies Teilen. Code wird im Internet zur Verfügung gestellt und wenn ich diesen Code nehme und verwende und weiterentwickle, muss ich und bin ich wieder verpflichtet, je nach Lizenzbestimmung, diesen ins Internet raufzuladen und somit weltweit kostenlos große Produkte, Software-Code generiert wird. Ein wesentliches Beispiel kennt dann auch jeder von euch, Linux und vertreten mit einem Derivat Android, 80% der Smartphones laufen heutzutage mit Open-Source-Software. Und als vor 10 Jahren ungefähr die ersten 3D-Druckpatente ausliefen, die bis dato absolut in der Hand von ein paar wenigen, ganz wenigen großen Konzernen waren. Und als diese Patente ausliefen, griff die Open-Source-Bewegung sofort auf diese technische Möglichkeit, plötzlich digitale Dinge auf seinem eigenen Schreibtisch in reale umzuwandeln, griff diese Open-Source-Bewegung zu, denn das fasziniert jeden Menschen, dass diese Möglichkeit selbst zum Produzenten zu werden. So wurde nicht nur in kürzester Zeit das 3D-Druckverfahren so vergünstigt, dass ich jetzt um ein paar hundert Euro bereits 3D-Drucker bekomme, sondern es wurde auch die Software absolut kostenlos in der Gemeinschaft, in der Open-Source-Gemeinschaft entwickelt, dass es heutzutage bereits möglich ist, einen Drucker Plug-and-Play zu kaufen, ihn auf seinen Schreibtisch zu stellen, anzustecken, die Software kostenlos runterzuladen und zu produzieren. Aber die Open-Source-Bewegung greift noch weiter, nämlich kaum hat man so ein Gerät auf seinem Schreibtisch stehen, überlegt man sich, was mache ich damit? Und das hat wieder in der heutigen Zeit, haben die Menschen dann Zeit, mit sich so etwas zu beschäftigen, es regt enorm die Fantasie an. Und diese Fantasie, was könnte ich damit machen, hat zu einer schlagartigen und explosionsartigen Innovationswelle geführt, nicht nur im technischen, auch im Kunstbereich etc., im Kleidungsbereich. Und tagtäglich werden zig neue Produkte, Ersatzteile, Bauteile, Skulpturen im Internet kostenlos hochgeladen, dass ich selbst auch zum Produzent werden kann, ohne dass ich selbst konstruieren können muss. Denn ich brauche einfach nur auf eine Plattform im Internet gehen, mir das Teil aussuchen, zu individualisieren, herunterladen und ausdrucken. So kann in Zukunft jeder für jeden produzieren und somit kann jeder selbst zum Produzent werden.
Die technischen Möglichkeiten von 3D-Druck sind prinzipiell fast unbegrenzt. Aktuell sind günstige Geräte, die eben für einen Heimgebrauch verwendet werden, sehr stark auf Kunststoffe reduziert, wobei man dabei auch beachten muss, wie gut Kunststoff eigentlich recycelbar ist. Aber mit diesen 3D-Druckverfahren werden Metalle, Nahrung, Beton, Glas, Keramik, Zähne, ganze Häuser, alles wird heutzutage schon getestet und ist in der Entwicklung, dass man sie mit diesen Verfahren drucken kann. Und das ist ein wesentlicher Punkt, ausschließlich nur mehr, also die Herstellung von solchen Teilen, entstehen ausschließlich nur mehr Energie und Materialkosten. Ich habe keinen weiteren Produzenten dazwischen und ich habe keinen Handel dazwischen. Und da eben diese wachsende Unabhängigkeit der Produktion von dieser menschlichen Arbeitsleistung wird, desto stärker rücken die anfallenden Energiekosten bei der Produktion in den Fokus. Von Deutschland stark initiiert, wenn es um die Produktion von Energie geht, ist die Energiewende, also das Ablösen von Kohlekraftwerken, fossilen Brennstoffen, Atomkraftwerken in Richtung ganz klar erneuerbare Energien. Und diese Flut an massiver politischer Unterstützung dieser Energiewende hat dazu geführt, dass in kürzester Zeit technische Innovation in der Photovoltaik und Solarindustrie entstanden ist, dass wir heute preislich schon dort stehen, wo eben vor Jahren noch lange geredet wird, wird man das ehemals da mit erneuerbaren Energien erreichen. Es ist bereits möglich, als einzelner Mensch zum Energieproduzenten zu werden, denn die Netzparität ist erreicht. Das heißt, wenn ich das Glück habe und ein Eigenheim besitze, wo ich so eine Photovoltaikanlage auf mein Dach schrauben kann, dann kann ich zum selben Preis, wie wenn ich ihn vom Energiebetreiber zukaufe, den Strom, selbst den Strom bereits produzieren. Und bis vor die aktuellen Wirkungsgrade von Photovoltaikpanelen liegt bei 15-22%. Bis vor kurzem ist man ausgegangen davon, dass 30% der maximale Wirkungsgrad sein wird, den man überhaupt rausbekommt. Das hat sich in kürzester Zeit auch wieder komplett über einen Haufen geworfen. Inzwischen redet man bereits von einem Wirkungsgrad, einem theoretisch möglichen Wirkungsgrad von 80%. Das bedeutet eine 4-5-fache Stromausbeute von diesen Solarpanelen, so wie wir es jetzt momentan aufs Dach geschraubt haben. Und bereits jetzt, mit diesem eigentlich nicht so guten Wirkungsgrad, ist die Netzparität erreicht. Wenn man hin und her und verschiedene Beispiele rechnen möchte, wird man nicht nur Produzent von Produkten, sondern wird zukünftig als einzelner individueller Mensch in dieser Welt auch Energie produzieren können. Und der massive Hunger der westlichen Welt seit vielen, vielen, vielen Jahren nach fossilen Brennstoffen, nach Erdöl und Erdgas, hat und bringt leider immer noch Krieg und großes Leid über Teile der Bevölkerung. Und wenn wir einzeln, jedes Individuum hier in dem Saal, unabhängig in Zukunft von der Produktion von Energie wird, dann wird sich das langfristig immer mehr auswirken in der Form, dass wir, diese westliche Welt, nicht mehr abhängig sind von dem Erdöl und wir auch den Ländern Richtung Nahost schauen, die Möglichkeit geben, sich auch selbst zu entwickeln. Die Entwicklung der Produktion geht ganz klar in Richtung Vollautomatisierung. Und ja, die menschliche Arbeitskraft wird Jahr für Jahr immer mehr durch Maschinen und Roboter ersetzt werden. Aber man braucht absolut keine Angst vor dieser Entwicklung haben. Denn gerade diese Entwicklung bringt jeden Einzelnen von uns mehr Unabhängigkeit und mehr persönliche Freiheit. Und gerade diese Freiheit ist auch eine Grundlage wieder für Kreativität und Innovation.
Und diese Kreativität und diese Innovation wird uns langfristig nicht nur unseren Wohlstand sichern, sondern ihn sogar vermehren. Und durch das freie Teilen von Wissen wird dieser Wohlstand über die Grenzen der westlichen Welt herausgetragen werden und das schenkt der ganzen Welt ein Stück mehr Unabhängigkeit und Freiheit. Und das ist dann tatsächlich eine neue industrielle Revolution. Danke sehr. So, darf ich bitten? Leo ist der Name. So, das ist ein Fotoständer, schaut noch nicht so aus, ist aber aufklappbar. Und dann kannst du dein Selfie, wenn ich es zusammenbringe, mach das lieber du, hast du die Zita da, also so. Geht einigermaßen. Ein bisschen reinbiegen. So, ein bisschen auseinanderziehen. Gut, ab nach meinem Talk ist in der Pause, kann sich jeder so ein Teil natürlich produzieren lassen, ist herzlich eingeladen, zu unserem Stand zu kommen. Leider ist die Druckgeschwindigkeit noch nicht dort, wo wir es gern hätten, aber das wird in den nächsten 10 Jahren sicher passieren. Danke.